Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Days Gone. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, Days Gone. Nicht auf PC. Aber ich muss es schon sagen, ich habe schon seit Februar. Da habe ich das ganz günstig geschossen. Und so gedacht, jo, was machst du dann? So. Sollten wir vielleicht noch mal den Ton anschalten. Also minimal. Gegner kann ich auch so töten. So, neues Spiel. So leicht ist wieder für Anfänger normal. Für Spieler, die das mit den Maroden-Straßen aufnehmen wollen. Für Spieler, die ihr Können unter Beweis stellen wollen, erhöht den Gegner Schwierigkeitsgrad. Also ich fand die auf der PlayStation schon echt hart. Vor allem in der Masse. Also die Leute, die das wirklich so auf schwer oder auf Überleben. 2, für Spieler, die wissen, wie man überlebt, erhöht den Gegner-Schwierigkeitsgrad weiter, die aktiviert die Schnellreise und blendet das HUD aus. Also die Leute, die das auf den Modus spielen können, ey, Respekt. Respekt. Deswegen werde ich mal erstmal normal nehmen. Okay, mal ändern kann ich das dann immer noch, wenn es zu leicht wird für mich. Also diese Horden waren schon auf der PlayStation schon... Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat einen Stich. Ich kann sie nicht mitnehmen. Oh, okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen O'Brien. Sein. O'Brien. Scheiße. Ich habe nur für 2 Leute Platz, okay? 2. Was soll das heißen? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur 2 von euch mitnehmen. 2. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Busa. Los jetzt. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für 2 in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Nein.
ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los! Das ist halt immer so gut, wieder reingeworfen zu werden. Hm. Noch sieht das Bike gut aus. Mhm. Ich will auch schießen können. Er ist betrunken. Aber hörst du auf, mal zu schießen? Ist schon so dicht dran, ne? Ja, irgendwie das Gefühl, dass wir nicht näher rankommen, ne? Verfolgung, drücke mittlere Maustaste, um den Überlebenssicht zu aktivieren. Alles klar. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Diese Schleusen können echt manchmal den Arsch retten. Moment. Scheiße. Okay. Mal sehen. Warte. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Wo hast du diesen Spurensuchscheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Also ich weiß, dass Deacon schneller laufen kann, aber er will nicht. Verdammt! Autsch! Fuck! Komm! Was für ein Arloch? Klar, Bruder? Ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Immerhin hat er versucht, vorher zu ziehen. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Missionsbriefe für... Achso. Rüberspringen. Durchsuch ihn.
Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte. Warte. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, hm? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay. Nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das richtig. Dann musst du wegschauen, Alicia. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Wie jetzt laufen? Laufen kann ich. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Könnte nützlich sein. Ja, da ist das Überleben. Okay. Ja. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Ja. So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich will nur erstmal nicht verlieren. Oh, ich kann sprinten. Yehi, ich kann schneller laufen. Tralalalala. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringen Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Scheiße, ich muss fitter werden. Oh, du bist nicht Alan Wake. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Na, vergiss es. Ah. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Ah. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen.
Seite, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Schieben ist eine dumme Idee. Ja, ja, ich weiß, wie man ein Auto schiebt. Schieb! Mensch, die Fahrerin sitzt noch da. Unfreundlich. Baumrechte. Was den zu wechseln, wenn einen Gegner gedrückt und drücke linke Maustaste. Wuppa! Und hier durch. Langsam. Klitsch, klitsch, klitsch. Ich hatte zwei, du ein. Was macht? Wow, Leute, können sehen. Können wir jetzt wieder auf dein Bike? Oh, schau mal, wie viel Ketchup da ausläuft. Oh ja, diese Stellen. Wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Ich will jetzt endlich ein Ballermännchen haben. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich gehe vor. Na, endlich. Beziehung ich wieder vorbei. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für sie. Ja, das hat ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Das ist immer noch eine Macke. In so einem Loch in der Falle zu sitzen. Selbst am PC. Sich da so zur Seite stellt. Lahmarschig hier drin. Nimm. Das ist schon besser. Laut sein. Nee. Grüße dich, Dioskuren. Liz fit im Schritt.